Du gehst auch mit, die Flaschen entsorgen. Sicher, weil sonst bratzt man die alte ab. In meinem Zustand ist das unmöglich, glaube ich. Naja, alles geht. Und, siehst du, du verdammte grüne Dussi, du. Ich entsorge meine Flaschen. Und? Zufrieden, Lady? Super war das, sehr brav. Jetzt bin ich zufrieden. Na ja. Also. Ich bin der Glascontainer. Seid ihr schon komplett wahnsinnig geworden? Legt die Flaschen völlig leise in mich hinein. Spricht mit uns. Ich glaube dran. Erst. Es redet. Haben wir nichts konsumiert? Was ist denn da los? Ich höre etwas. Ja. Ich höre auch etwas. Ja, okay. Ach, Lärmmüll ist Müll! Verdammt, es redet! Da wohnen 25 alte Weiber! Die ratzen wegen jeder Zuckung! Und außerdem nimmt gefälligst den Metallverschluss vom Flaschenkopf. Du verwitterter, verrotteter, grindiger, grausiger, vergammelter Müllbarmosen-Penner, du Versoffener. Und? Das heißt, ich soll die Flasche hineinlegen und nicht werfen? Okay, dann mache ich das. Das. Na, das Schicksal hat uns da jetzt aber ein schönes Bubenstück geliefert. Du kannst reden. Wie schaffst du das, alle Körper? Na, ich weiß nicht. Oh. Das ist die Fliehung. Ich habe auch keinen mehr. Bist du noch betrunken? Ich weiß es nicht mehr, nein. Naja, die Leber ist fort, der Körper ist fort. Oh. So viel Alkohol kann im Schell nicht mehr drin sein. Ich glaube nicht. Aber ich verstehe nicht, wo ich bin. Naja, ich glaube, wir sind in ihm. Es ist nur ein kleines Loch da oben. Altglascontainer. Oh. Verdammt. Aber sag einmal, wieso? Ich kann mich erinnern. Das Ding hat uns da den Schell abbissen. Sag einmal, du depperter Altglascontainer, wieso beißt uns da den Schell an? Warum hast du das getan? Ich weiß, dass wir nicht im Jenseits sind. Ich möchte meinen Körper wieder haben. Naja, vielleicht ist er so intelligent und findet uns. Hilfe! Körper, komm! Körper, komm! Ohne Körper kann ich keinen Tequila mehr trinken.
Und wir sollen uns jetzt 3 Wochen miteinander unterhalten. Ja, ich kann dir nicht einmal beißen. Ich auch nicht. Ab und zu kommen ein paar Flaschen runter. Ja, wahrscheinlich am nächsten Sonntag, wenn's von der Sauferei. Dann werden wir mit leeren Flaschen zugedeckt. Ja, vielleicht rinnt der Tropfen im Mund. Was geht das funktionieren? Hoffentlich lässt jemand was übrig. Na? So eine verdammte Scheiße hier. Was der wie das ist. Weggekaut wird nur der schlechte Weih. Mir tut's das Genick weh. Na, missigiert, die fliegen schon die ganze Zeit. Das ist also nervig. Stinkst du mehr als wie ich. Naja, ich bin scheinbar in irgendeiner Pixiesse. Unter mir liegt eine Pixiesse-Flaschen. Ja. So ein Frauenlikör. Ich glaube, Frauensaufen. Ich liege auf meiner Tequila-Flasche. Ah. Das fühlt sich momentan ganz gut an. Ich pick vom pickigen Frauenlikör. Ihr habt mich besucht und alles hat sich verändert. Au. Naja, ich dachte auch, dass der Tag anders enden wird. Da trinkst du 2 Flaschen Tequila und du denkst, es geht gut. Auf einmal fällt dir der Kopf oder der Körper in unserem Fall. Ja, du denkst, du fährst mit der Assistentin aufs Land, machst einen Film und überredest dich später zu Sex. Und jetzt? Vielleicht macht sie es mit deinem Körper. Na, aber sie macht es möglicherweise mit dem Arzt. Oh, das ist schlimm.